die Maca oder peruanische Maniokpflanze. Diese Pflanze wird ausschließlich in den 4.000 bis 5.000 Meter hohen Bergen der Anden angebaut. Sie wird von den mittelamerikanischen Indianern seit 2000 Jahren konsumiert und wegen ihrer äußerst wohltuenden Eigenschaften sehr geschätzt. Die verschiedenen Farben der Maca-Knollen haben unterschiedliche Wirkungen. In Peru ist die goldrote Farbe am weitesten verbreitet und wegen ihres milden und süßen Geschmacks und ihrer Größe am beliebtesten. Seine wichtigsten Wirkungen sind: Zunächst einmal ist er ein hervorragendes Nahrungsmittel. Er ist auch ein Aphrodisiakum und hilft, die unangenehmen Symptome der Wechseljahre zu lindern. Einige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es die Spermienzahl und die Lebensfähigkeit der Spermien erhöht. Die meisten Quellen betrachten sie als adaptogene Pflanze. Maca enthält alle bekannten Vitamine. Zwei der DXN-Kaffeesorten enthalten Maca-Extrakt. Der Maca EU-Kaffee enthält nur diesen, keinen Ganoderma-Pilz, und der Maca Vita-Kaffee enthält neben Maca 8 weitere Kräuter. Dieser Kaffee enthält am wenigsten Koffein, ist aber am stärksten belebend.